Ja, servus Freunde, hier spricht der Motorradfahrer Roberto. Heute am 14. September 2024. Ich werde heute nach Dinkelsbühl fahren, von Landshut nach Dinkelsbühl, durch das Brennraumtreffen Süddeutschland. Oder wie heißt es? Regentreffen? Na, das heißt schon. Brennraumtreffen Süddeutschland. Wetter ist eine super, ja, ihr hört es. Es hat ganze 7 Grad. Ich habe es richtig gehört, 7 Grad. Ja, ich fahre mit der BMW F650 GS. Und da werden wir schauen, was dort los ist. So, nach 3 Stunden Fahrt, über 2 Stunden im Starkregen, bin ich angekommen im immerhin trotzdem bewölkten und kühlen Dinkelsbühl beim GT Extreme KTM. Der hat uns so eingeladen, dort den Treffpunkt zu machen. Ich bin einer der letzten, die sind schon seit 10 Uhr da. So schaut es so aus. Doch, ganz ein Haufen Leute da vom Brennraum. Was ist da, oder? Ja, Bechhofen an der Heide. Das sind so 20 Kilometer. Ich fahre vorne weg, schau, dass wir alle zusammenbleiben. Wenn es irgendjemand hinten im Navi noch eingeben will als Lumpensammler, Yamaha Dashlein, Bechhofen an der Heide fahren wir hin. Da wartet der Herr Dashlein Senior auf uns, der zeigt uns ein wenig sein privates Motorradsammlung und Minimuseum. Ja, machen wir jetzt als kleine Ausfahrt und dann treffen sie wieder hier. Und dann heute Abend ab 18:30 Uhr habe ich in der Sonne reserviert, oben im ersten Stock. Das wär's. Ja, super. 18:30 Uhr, das können wir bekommen vor. Jetzt kommt die Sonne, die morgen zum 10 reserviert. Morgen Abend jeder um 18:30 Uhr fotografiert er dann gerade Voice, gell? Ja, 18:30 Uhr. Ja, morgen Abend musst du fotografieren, wo du bist. Das musst du dann alle reinsetzen im Brennraum. Ja, da bin ich ja gerade rechtzeitig gekommen. Fahren wir wieder los. Ihr habt es gehört, wo wir hinfahren. Schauen wir, was da passiert dort. So, jetzt sind wir angekommen da in Bechhofen. Jawohl. Komm, da ist Chef schon da. Servus. Servus. So, der Chef hat uns reingebeten. Ich habe euch gesagt, ich schreibe bei Kunden wieso. Ich bin der Theo, in Deutschland ist es sicher bekannt. Der hat Pfanne gebaut, der hat Tank saniert hat und so weiter und so fort. Gewisse Sachen müssen wir aufgeben, wenn man älter ist. Heute an der Restaurierung zum Beispiel, einen Tank sanieren, wo wir aufgeben. Erstens haben wir keine Arbeiter mehr, zweitens haben wir keine Zeit mehr, drittens ist die Hektik so groß geworden und viertens habe ich vom Tank sanieren zum Beispiel der Hauptwirkung. Somit habe ich das gesagt, das muss dann irgendwann mal aufhören. Ich bin gespannt, Baute, wo wir machen denen. Wenn wir nächstes Jahr nur noch auf Vespas machen, warum Vespa? Die Vespa ist im Wachsen, die großen Motorräder kommen auch umbauen, aber aufgrund der Haufen Einzelabnahme, die wir machen müssen, werde ich es ein bisschen weglassen, weil erst einmal die TÜV-Prüfe, die Auflagen immer größer kriegen, die Schwierigkeiten, ich weiß nicht, ob ein TÜV-Prüfer dabei ist oder ein Sachverständiger, manchmal versteckst du es im Hintergrund. Die Dokumentation für so ein Fahrzeug ist also riesengroß. Aber bei der Vespa haben wir den Vorteil, dass die Vespa seit x Jahren fast immer gleich gebaut ist. Vom optischen Design seit 1946 gleich,
mit dem Bogen, mit dem ganzen Wort. Und somit ist also der Rahmen und der Anschluss relativ leicht und einfach, immer wieder zu wiederholen und zu machen. Und dann langt dann ein Mustergutachten von Jahren auf Jahre hinaus. Und Vespa war heute das erste Mal mit der GDS, das sind die Kleinen nur, die Großen, die 300 und so weiter, das war das erste Mal. Vespa hat einen Marktanteil bei den GDS 125 bis 300 Kubiknau, ungefähr 40 bis 45 Prozent von 20 seriösen Herstellern. In der kleinen Gruppe sind wir so bei 35 bis 40 Prozent. Und das zu haben in einem Markt mit 20 Herstellern, wissen wir ja dann, könnt ihr euch ausrechnen, was die letzten anderen 19 verkaufen werden. Man spricht von Stückzahlen bei der Vespa im Jahr von der großen ungefähr von 8.000 bis 9.000 Fahrzeuge, von der Glanner. Durch den B196-Führerschein ist da auch eine große Zuwachsrate da. Und die Vespa ist ganz einfach, so wie ich gerade schon gesagt habe, ein Kultfahrzeug und die Farben. Und der Vespa wechselt auch nicht den Besitzer so häufig wie ein Plastikroller. Der Plastikroller ist oftmals ein Fahrzeug, ein billiges Bewegungs- und Entfernbewegungsmittel, das wo man dann auch wieder wegschmeißt, in die Seiten stellt, in die Ecken stellt, zu vergleichen mit dem Quickler. Nie mehr laufen, Quickly kaufen. Und da haben wir jetzt halt die Vespa. Und es kommen immer wieder, Lambretta ist jetzt da von China raufgekommen und so weiter, aber das sind dann alles, wenn die Disco richtig gelesen wird, erst einmal gut. Wenn es dann im Nachhinein an die Ersatzteilversorgung geht, merken die Leute, wo der Unterschied ist. Weil bei der Vespa kriegst du Ersatzteile bis 1946 Nürnberg. Musst manchmal lang suchen, aber du kriegst sie. Und du kannst dann schön komplettieren und bei den Neuen ist es sowieso. Das zum Gespannbau. Wie gesagt, umbaut haben wir beim Gespann eigentlich immer bezahlbare Gespanne. Das heißt also, die muss sich eigentlich fast jeder leisten können. Das Maximum war ungefähr früher bei 10.000 Mark, das ist bei 10.000 Euro. Wenn du da in der hinausschaust und diese Motorräder, mit denen ihr reingefahren seid, wäre wahrscheinlich die günstigste und das billigste zum Umbauen. Ein Motorrad mit Drahtspeicherräder, eine vernünftige Gabel drin. Drahtspeicherräder ist das, was du drin lassen kannst. Ein Gussrad selber ist aufgrund der Kurvenfahrt, was wir jetzt beim Spann haben, nicht so verbindungsfrei wie Drahtspeichen. Wenn das Speichen mal reißt bei 36 Grad, kannst du speichen, ist das in Ordnung. Wenn so ein Speichen da beim Roller, so klang ich die gerne ja, oder Harley Davidson, genau. Aber die anderen Speichen, die hat es ja dementsprechend schon Probleme gegeben. Die Probleme hat es auch gegeben bei Monoguzzi, bei den ersten, die gekommen sind, von der neuen Serie her und bei BMW, mit der Aluschwinge hingelangt. Da hat er TÜV-Bedenken angemeldet und die waren berechtigt, die sind teilweise dann bei extremer Fahrt gebrochen. Ist aber dann von den Herstellern dementsprechend bereinigt worden mit Festigkeit und mehr. Aber wie gesagt, bezahlbare Gespanne sind eine, die du wahlweise fahren kannst. Da wurde Seitenwagen 3.000 bis 4.000 Euro sowas kostet, der Anschlusssatz um die 1.500 und so weiter und aufwärts. Mit Lackierung kommen wir dann so ungefähr auf die 10.000. Ein Vespa zum Umbau kostet man mit einem 9.000. Es ist ein großer Preisunterschied. Am Motorrad geht manchmal schneller zum Umbauer. Bei der Vespa muss man viel zerlegen, um einen Einrohranschluss da unten reinzubringen und eine Stabilisierungsstäbe. Beim Motorrad hast du oftmals einen Rohrmacher, da machst du vier Klemmschellen. Dementsprechend mit Verstülpen, mit Versteifung und so weiter, das ist manchmal einfach. Auf alte schneller zu machen. Aber wie gesagt, es waren immer bezahlbare Fahrzeuge, BMW, Zweiventiler, wohlgemerkt, Kawasaki, Triumph, die Zweizylinder-Motorräder, wie 800 etc. BMW, das sind dann klassische Fahrzeuge und auf das haben wir sich dann ein bisschen spezialisiert. Aber wir werden das Ganze dann auf Vespa sich beruhen lassen und die anderen Spannbauer sind überhaupt. Es werden auch die Arbeiter weniger, die wir sowas noch kennen, dementsprechend schweißen und so weiter und die Gedanken kommen. Aber jetzt, wie gesagt, könnt ihr euch umschauen ein bisschen, bevor wir da in die Heiligen Heimen gehen. Jawohl, danke. Ja, schauen wir uns ein bisschen um, was er jetzt drüben hat. Schaut's her. Das ist schon ein Apriljahr da. Roller. Aha. Schaut's hier.
An der anderen Seite. Und so schön stehe. Was schaut's hier? Schauen wir uns an hier an. Ein Rennen hier machen. TA 125. Bau 1973. Letzte luftgekühlte 125 Kubikzentimeter Zweizylinder. Ehemals gefahren von Günther Hilbig. Insgesamt sind da 40 Stück gebaut worden, laut Yamaha. Die ist mit Dokumentation, mit allem, ist in der Weltmeisterschaft mitgefahren, habe ja Dokumentationen, ist zum Schluss in Holland gelaufen und der Günther Hilbig von der DDR, Günther Hilbig DDR, der drittschnellste Mann, der Rosner war der schnellste, zweitschnellste, weiß ich nicht, hat die dann gefahren und von dem habe ich dann käuflich erworben. Ja, sie steht in einem Neuzustand da hinten. Ja, ich habe schon bewundert. Bitte anzuschauen oder zu fotografieren. Ich habe schon, gefilmt, super. Günther Hilbig, der hat dann auch, da sind zum Schluss noch zwei 125er gebaut worden, die mit dem neuen Stil, die wo in Silber und so blau waren, da hat er auch noch eine, die will er verkaufen. Mhm. Er ist jetzt auch so um die 80 rum und was er aber schon verkauft hat oder nicht, aber wie gesagt, das wäre auch ein interessantes Fahrzeug und da sind zwei Stück nur gebaut worden. Und der Günther Hilbig hat auch für MZ diese teilweise Tanks gebaut. Er war Schreiner, Polyesterbauer, so wie er Universaltalent aus der DDR hat. Ja. Aha. Ja. Bleiben wir bei Yamaha, Teneris. Ja, die Teneré, World Raid nennt sie die. Sigrotti hat einen Doppeltank, schaut's her doch. Ich weiß nicht, was da reingeht, aber ich werde eigentlich reingepassen. Tja. Der kommt ganz schön breit daher. Schön, dass er. Du musst schon was. Gut, Victor, ich habe das Vollhaus, hast du nicht viel Gewicht oben auch, gell? Ja. Gehen wir weiter, ja, Aprilia hat ja auch sowas. Die Aprilia Touareg. Und was ich so gehört habe, hat die sogar mehr Federweg als wir die Yamaha, die fahren 240 mm. Ist aber von Motorradtest, also von 1000 PS, mal ziemlich zerlegt worden. Warum weiß ich auch nicht. Ein Tester hat die Masken vorne gefallen, gut. Das ist sowieso was, was mir bei den einen Mopeds überhaupt nicht gefällt, die ganzen Masken vorne, aber. Nee. Ja, das ist natürlich wieder die Sportfraktion, gell? Das ist gut ausgerüstet, Händler, viele Sachen stehen. Respekt. Schaut euch das an. Bisschen hart. Dichter und dichter stehen es da. Ja, das Ganze ist ein Riesenladen. Schauen wir kurz mal nach links. Da die ganze Roller stehen. Und da geht es nicht rechts und weiter so. Wo gerade drüben waren, wo die Yamaha gestanden sind. Jetzt die andere Seite da. Ist schon ziemlich groß, ja, es ist gut. Das Stück, die Sachen da. Schauen wir hinaus, ein paar sind schon draußen.
So, jetzt sind wir rausgegangen aus den Verkaufsräumen. Jetzt gehen wir in seine heiligen Hallen scheinbar. Und jetzt sagt er, das sind so wahrscheinlich Sachen. Also ein sehr interessanter Mann. Bin ich begeistert.